Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und Freunde, ihr macht mal jetzt gerade eben schnell Looky Looky auf die Karte. Ich stelle das Ganze nämlich wieder um, denn der Thorin Oakenshield hat geschrieben, es ist besser auf alles zu stellen, weil dem dann eben auch diese Fragezeichen hier verschwinden. Und das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. So, da muss ich ja noch hin zum Schluss. So, okay, was wollten wir machen? Wir wollten hier Gwyn spielen auf jeden Fall. Gwyn, Spieler der Großstadt, besiege die Marquis Serenitz und nimm ihr eine einzigartige Karte ab. Machen wir? Machen wir. Wie ist es denn, so einen König zu köpfen? Siehst du weiter? Meinen Sohn getötet? Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Schön. So. Schön. Kannst du laut sagen. So, hallo. Es führen wohl alle Straßen zur Passiflora. Willkommen zurück. Wenn ich dich so ansehe, dann bereue ich fast, dass ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Ich würde sie gerne erst sehen. Welche kannst du mir empfehlen? Würdest du mir ein Mädchen empfehlen? Ach so, darum geht's. Ich dachte jetzt gerade irgendwelche Gewinnkarten. Sie ist vielleicht nicht die hübscheste, aber dafür die einfallsreichste. Und wie meine selige Mutter gesagt hätte, rund geht's nicht im Gesicht. Naja. Ich will was kaufen. Eigentlich will ich nur was kaufen. Die hat nämlich auch Gewinnkarten, sehr schön. Nehme ich alle mit. So, Lust auf eine Partie Gwynt? Ich wüsste gern, ob du Gwynt spielst. Sicher, natürlich nur um hohe Einsätze. Ohne Risiko wäre das Spiel überaus langweilig. Alles klar, spielen wir. Wie wär's mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. Schön. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, was habe ich hier noch eingesammelt? Nee, ich glaube... Oh, noch ein Horn. Nee, aber das ist... Nee, wir machen das mal so, wie es ist. Ich beginne. Zwei Hörner, sehr geil. Drei Hörner. Spion. Ja, sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Ich versuche ihn mal hier vielleicht noch zu tauschen. Sehr schön, Wesemir. Ist in Ordnung. Mal so Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Achso, aber er... Gut, mit Wesemir zusammen bringt das vielleicht nochmal was. Nee, ich würde sagen, so starten wir das Ding. Bum, bum. Eine Finte. Okay. Du bist am Zug. Jetzt haben wir natürlich hier ordentlich was auf der Hand. Mhm, mhm. So, dann packe ich die hier gleich mal raus. Okay, okay. So, dann packe ich mir den Rittersporn hier rein. Jetzt ist die Frage, ob ich aufgebe. Ich glaube, ich gebe auf. Also, ich passe die Runde. Ich kann mir nicht vorstellen. Shit. Scheiße. Scheiße. Okay, das war clever. Das war clever von mir. Das hätte ich nicht gedacht. Dass sie da noch nachzieht. Okay.
Gut, das könnte jetzt natürlich haarig werden. So, dann lege ich mal sie. Und wir spielen... Ich glaube, ich gebe ihr mal ihn noch. Was kriege ich dafür? Eine Finte, okay. So, warte mal. Finte, tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder deiner Hand zuzufügen. Dann hole ich mir sie wieder. Leg sie nochmal. Lege... Hole ich mir nochmal zwei Karten? Macht das Sinn? Oder... Verstärke halt ihren Angriff damit. Boah, was wäre denn jetzt clever? Aber nochmal zwei Karten ist halt... Komm. So, ich müsste halt jetzt... Pass auf, ich packe das noch in die Belagerung. Und dann müsste ich auf 22 kommen, ne? Ja. So. Ich glaube, das war jetzt das Beste, was ich so machen konnte. Und jetzt müssen wir sie halt besiegen, ne? Oh, ich krieg noch eine Karte dazu. Sehr schön. Das Geile ist, ich habe halt jetzt auch nochmal ein gutes Wetter, ne? Also wenn sie nochmal eine Wetterkarte hat. Okay, okay. Verdoppelt die Stärke aller Einheiten. Oh, cool. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich Angriffskraft das Beste. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben noch ein Horn. Und Fernkampf könnte ich dann wahrscheinlich damit am besten verstärken. Hab ich leider nur hier nicht. Oder Nahkampf. Ich weiß gar nicht, was da alles im Nahkampf noch liegt. Da sind, glaube ich, nur Heldenkarten. Die werden nicht... Sind ja nicht betroffen davon. Nee, komm, dann nehmen wir hier... Zack, machen wir so. Alter, was die da noch rausholt, ey. Aber ist ja auch gut für mich. Oh, natürlich, aber mit den Spionen... Ah, guck mal hier. Guck mal, was wir hier jetzt für eine Armada noch aufstellen können. Der hätte ich doch Nahkampf nehmen müssen. So, und dann noch das Horn dazu. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, zack. Das kann sie fast nicht aufholen. Auch nicht mit 7 Karten. Nee. Das ist gut, dass sie jetzt all ihre Wetterkarten noch raushaut. Finde ich sehr gut. Weil ganz zum Schluss werde ich natürlich die Sonne scheinen lassen. Du bist am Zug. So. Ich hoffe, sie hat kein schlechtes Wetter mehr. Für mich. Aber das schafft sie nicht. 93 aufholen. Auf gar keinen Fall. Tja. Der Sieg ist unser, lieber Freunde. Der Sieg ist unser. Gewonnen. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte.
Diese Karte gehört wohl dir. Sieht so aus. Kennst du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Na, das mache ich doch. Besiege Dijkstra und nimm ihm eine einzigartige. Dijkstra himself. Oh, Lady, geh weg. Komm rein oder geh raus. Danke. So, Dijkstra. Na dann. Schön. Machen wir. Machen wir. Oh. Oh. Du, 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 du. Ach, du, du, du. Ich bin keine Rassistin. Mensch. Ach, der ist unten irgendwo. Ach ja, hier war der ja in seinem Badehaus. Dijkstra? Na mal so. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Kleine Runde Gwind. Wie sieht's aus? Ich sehe, dass du... Was? Ich sehe, dass du sich immer noch in Politik einmischst. Es überrascht mich, dass du immer noch in der Politik herumrührst. Ist doch ganz einfach, Geralt. Redaniens Schicksal kann mir nicht gleichgültig sein. Nenn es patriotische Sorge. Ach, aus Sorge willst du Radovid kalt machen? Ich denke oft an das Land und seine Zukunft. Und mir wird immer klarer, dass Redanien keine Zukunft hat, solange Radovid auf dem Thron sitzt. So, wie wär's mit einer Partie Gwind, mein Alter? Schon mal Gwind gespielt? Aber ja, Gwind ist die Politik. Nur ehrlicher. Wie wär's mit einem Spiel gegen einen alten Meister? Na klar, hör mal, spielen wir. Ja, spielen wir. Ja, spielen wir. Let's go. So, hatte ich hier irgendwas Bahnbrechendes noch? Ich hätte hier zum Beispiel, guck mal, ich glaube, ich tausche das auf jeden Fall mal gegen sie oder ihn hier. Karte hinzufügen. Und das auch auf jeden Fall. Dafür packe ich die beiden raus hier. Komm. So, wir haben wieder zwei Hörner. Wir haben ihn, wir haben sie. Boah, ist nicht so geil, ehrlich gesagt, ne? Ist nicht so geil. Tauschen wir erstmal. Okay, das ist cool. Alter, alles auf Belagerung. Alles auf Belagerung. Mit dem Horn ist das natürlich geil. Aber ich würde es trotzdem nochmal versuchen. Na gut, nicht viel besser. Also... Weiß ich nicht, Freunde, ob wir die Runde jetzt irgendwie... Vielleicht. Wenn ich es clever anstelle, vielleicht. Ist das nicht meine alte Freundin hier? Keira Metz. Bin ich immer noch sehr traurig, dass sie gesterbt ist. Dass sie sterben musste. Weiß ich nicht, ob das was wird, Freunde. Gegner passt. Ja gut, mit zweimal Horn. Mit zwei Horn könnte das vielleicht was werden. Kloppen wir den gleich mal raus hier. Ja, das sieht doch schon wieder gut aus, Freunde. Das sieht doch schon wieder ganz famos aus. So, pass auf. Dann hauen wir erstmal die Belagerung voll. Okay. Okay. Du, 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 du. Meine einzige Aufgabe jetzt ist nur raushauen. Alles, was ich habe, raushauen.
hoffen, dass ich ihn damit überbieten kann. So, machen wir erstmal. Oder ich warte damit mal noch zum Schluss. Ja, ich warte damit mal noch. Gutes Wetter, okay. So, dit hier. Wir haben aufgeholt, Okay, das kann ich auch, mein Freund. Das kann ich auch. Gut, aber wenn er da jetzt nicht noch was... Gegner? Warum passt er? Na schön. Das war jetzt easy. Nicht übel. Esteratissen hast du nicht im Blatt, sehe ich. Hier, sie gehört dir. Geil. Danke. Wüsstest du sonst noch jemanden, dem ich ein paar Karten abnehmen kann? Ich kenne einen Elfen, gegen den du antreten könntest. Der hat eine hervorragende Karte. Du findest ihn vor den Stadtmauern in der Barackensiedlung der Skoyatel. Okay. Besiege ein Mitglied der Skoyatel-Bande und nimm ihm eine einzigartige Karte ab. Das mache ich doch direkt. Alles klar. Das läuft doch gut, Freunde. Das läuft doch erstaunlich gut. Schön. Schluss damit. Da kommt jemand. Wie bitte? Es wird mir getuschelt. Ha? Sei gegrüßt, Hexer. Hallo, guten Tag dir. Hallo. Wird wahrscheinlich wieder so eine Folge, wo wir nur Gewinn spielen werden, Freunde, weil wir müssen auch noch das Turnier machen. Was seid ihr alle so still? Tag, Hexer. Tag. Ich habe schon welche aus Riva getötet. Du bist es. Ich werde dich niemals vergessen. Abermals vielen Dank. Zeig mir mal, was du anzubieten hast. Ich würde gerne sehen, was du zu verkaufen hast. Hast du Karten? Er hat keine Karten. Aber eine neue Stahlwaffe. Jetzt habe ich irgendwas verkauft. Genial, ich weiß nicht, was ich verkauft habe. Ich habe meine Armbrust verkauft. So. Die nehmen wir auf jeden Fall. Er hat aber keine Karten. Wie gesagt. Okay. Spielen wir Gwint. Du weißt, wer ich bin? Du kennst mich? Woher? Wir sind uns vor langer Zeit im Brokilon begegnet. Möglich, aber ich kann mich nicht entsinnen. Kein Wunder. Du warst damals schwer verwundet. Ohne die Dryaden hättest du es wohl nicht geschafft. Das ist lange her. So lange, dass es auch in einem anderen Leben gewesen sein könnte. Was vielleicht sogar hinkommt. So, spiel mal Gwint. Spielst du Gwint? Hast du denn sonst niemanden zum Spielen? Ich spiele immer gern gegen neue Leute. Na gut. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich spiele gegen dich. Und setze sogar eine meiner einzigartigen Karten. Das höre ich doch gerne. Kann losgehen. Nimm schon mal die Karten raus. Oh. Ihn hatte ich gar nicht reingepackt. Siehst du, ihn habe ich übersehen. Okay. Dann, wer muss weichen? Sie finde ich eigentlich auch ganz cool. Dann muss Wes wohl gehen. Oder er. Nehmen wir ihn. Ich habe, glaube ich, sowieso nicht seine zweite Karte. So, geil. Jetzt haben wir schon 3 Zehnerkarten da drin. Let's go. Spiel starten.
Scoia'tael, was hatten die nochmal für einen Vorteil? So, wir haben ein Horn, wir haben zwei Hörner, wir haben, okay. Gut, ich glaube, das eine Horn würde ich mal tauschen, weil das bringt mir nicht so viel. Ihn schicke ich ja eh. Wobei, mit Wesemir zusammen hätte das vielleicht sogar was... egal. Egal. Und ich tausche ihn vielleicht nochmal. Ja, das war die richtige Entscheidung. So. Fange an. So. Alter. Jawohl, jawohl. Sehr geil. So, die Frage ist, passe ich jetzt? Ich passe jetzt. So. Alter, Ciri, Level, sag ich schon. Ciri mit Stärke 15, das ist natürlich geil. Die will ich haben. Kriege ich die? Kriege ich Ciri? Das wäre cool. Das wäre sehr cool. Okay. Also meine Helden kann ich in Nahkampf schicken. Das ist ja nicht das Problem dabei. Oh, scheiße. Okay, verbrennen ist wirklich ganz übel, ne? Das, So. Und dann lege ich sie. Hol mir zumindest einen wieder zurück. Er wird natürlich jetzt versuchen, alles rauszulegen. Okay. Er hat die Runde gepasst. Okay. Was wäre jetzt das Cleverste? Das Ding ist, ich muss eine Karte legen. Das geht leider, geht es nicht anders. Da bringt mir das Horn jetzt nicht mehr so viel. Ich überlege gerade, wenn ich sie jetzt lege, dann bin ich über 22. Wenn ich sie aber... Wenn ich jetzt das Horn lege, dann bin ich... Nee. Das lohnt sich schon mehr, sie noch zu... Nee, gar nicht. Scheiße. Okay, ich muss das Horn legen, weil sie zählt ja dann als 1 und er auch. Ich lege das Horn. Es geht leider nicht anders. So, aber damit habe ich doch ganz gut was auf der Hand. So, ich lege erstmal die ganzen Helden, weil, falls er noch eine Wetterkarte hat, wird er die demnächst ausspielen. Aber ich habe ja auch gutes Wetter. Was rede ich denn? Ich habe ja noch gutes Wetter in der Hand. Ich glaube, diese Runde geht auch wieder an uns, liebe Freunde. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Zack. Alles klar. Das holen wir nach Hause, das Ding, Freunde. Verdammt. Ich hätte so auf einen Sieg gehofft. Sei es drum. Du hast die Karte ehrlich gewonnen. Was ist es?
Was ist es? Was ist es? Wir haben Ciri bekommen. Wie geil ist das denn? So. Wir haben die Spieler der Großstadt erledigt. Das heißt, wir können jetzt straight zum Turnier. Ja? Geil, geil. Der geile Gael ist unterwegs. Und hat die dicken Karten eingeräumt. Apropos, die packe ich mir direkt mal ins Set rein. Die gute Ciri. Alter, das ist schon geil, ne? Komm, aber dann kloppe ich doch den Rittersporn raus. Zack. Ihn raus. Ja. Was haben wir sonst noch so? Ansonsten haben wir hier nur Level 4. 5. Und halt schlechtes Wetter und so. Aber ich glaube, ich würde es so lassen. So wie es jetzt ist. Ist eine coole Nummer. Geralt von Rivia. Und jetzt auf zum Turnier. Nice. Das nice, beste nice. Angebot war. Oh la la. Schreiber, höre er zu. Warte mal, du kannst deine Sammlung Gewinnkarten verstärken, indem du andere Spieler richtigen Karten abnimmst. Wie? Hab ich sie nicht jetzt alle? Ja. Hör mal zu, ich will am Turnier teilnehmen. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen Scheiße, wir einen Blick auf die Karten, was? Nicht? Dachte ich's doch. Kommen wir mit besseren Karten wieder, hä? Und mit 1000 Kronen für den Einkauf. Es... Aber mit wem? Wie kann ich denn jetzt meine Karte noch... Meine Karten noch verbessern? Quests. Sprich mit Triss über die Statue. Ja, wie kann ich denn auch mit Triss sprechen, wenn die gar nicht mehr hier ist? Okay, ich also ich habe das ja jetzt markiert, aber aktuelle Stärke der Sammlung 4 von 5. Kann das nicht ein bisschen spezifiziert werden? Was heißt denn? Oh, jetzt bin ich schon. Oh, ich hasse es. Verdammtes Schnellreisen. Wie kann ich jetzt meine Karten noch aufbessern? Ich hab doch schon ein verdammt krasses Set. Oder habe ich noch nicht das Richtige reingepackt? Ist es das? Aber ich habe doch schon 5 Heldenkarten, habe ich. Stärke der Einheitenkarten 146. Ach so, was muss es sein? 150 oder was? Muss es vielleicht 150 ergeben oder so? Dass ich die ganzen Viererkarten zum Beispiel rausnehme, ist es das? Ich pass mal auf, ich tausche mal ihn. Ihn habe ich auch dreimal. Und pack dafür die Fünferkarten rein. Bin ich bei 149. Ja, dann muss ich Dijkstra noch tauschen.
Wenn es das ist, ich weiß nicht, ob es da um die Stärke der Einheitenkarte geht, aber wahrscheinlich schon, oder? Einheitenkarten. Weil er ist ja der Einzige mit Level 4. Mit Stärke 4. Oder ich packe halt noch... Nee, ich kann ja noch mehr reinpacken. Ich muss die doch gar nicht alle tauschen. Ich kann auch jetzt einfach zum Beispiel von den Burschen nochmal zwei reinpacken. Das ist es aber nicht. Das ist es nicht. Okay, das ist es nicht. Ich dachte, ich hätte das Spiel verstanden. Aber nein. Aber ich habe doch jetzt mehrere... Ich habe doch jetzt mehrere starke Karten gewonnen. Was bedeutet das? Du kannst deine Sammlung an Gwindkarten verstärken, indem du anderen Spielern mächtige Karten abnimmst. Aktuelle Stärke der Sammlung 4 von 5. Ich weiß ja auch nicht, unter Quests steht ja auch nichts mehr. Sprich mit Triss, sammle sie alle, vervollständige deine Sammlung von Gwyn-Karten. Da Hammond, triff Nidas. Welche Werkzeuge, Hexaufträge, der vermisste Bruder, Schatz suchen. Hier ist alles abgeschlossen und fehlgeschlagen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist, aber ich habe doch... Aber auch die Spieler der Großstadt abgeschlossen. Geh mir aus dem Weg. Was soll ich noch machen? Wen soll ich noch herausfordern? Ich weiß es nicht, Freunde. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt noch den anderen Kram hier in der Nähe. Die Statue des Soldaten. Sprich mit Triss über die Statue. Wie soll ich die denn... Quest verfolgen? Wie soll ich das denn machen? Die ist doch gar nicht mehr hier. Das muss ich dann wahrscheinlich da machen, wo sie ist. Oder so. Nehme ich an. Ja, dann gucke ich mal hier noch. Was haben wir hier auf der Fährte? Geh nach Farö und such Hammond. Ach, und da war aber die Frage, wo ist das, ne? Weil das ist ja dann nicht hier. Skellige... Ah, okay, das ist auch ein Skellige. Alles klar. Nee, aber das brauche ich nicht. Sprich mit Triss, vervollständige den Gewinnkarten. Triff Nidas bei der eingestürzten Brücke nördlich von Arinbjorn. Mehrere Orte. Hol die Werkzeuge aus der Waffenschmiede. Schwarze Perle, wo soll das jetzt wieder sein? Okay, Freunde, ich bin... Das mit dem Gewinn, dass das jetzt nicht geht, das hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich könnte jetzt hier schön das Gewinnturnier machen. Hol die Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Undvik. Ja, das ist auch... Gut, aber es muss auch... In Wählen dann sein, oder? Sehr komisch. Sehr komisch. Aber wir haben halt noch Zeit, Freunde. Ich will jetzt noch nicht aufhören. Das können wir noch tun. Guck mal, weißt du was? Dann erkunden wir vielleicht einfach noch ein paar Fragezeichen. Decken wir die Karte jetzt noch ein bisschen auf, damit ich halt noch ein bisschen was mache, Freunde. Ja. Komm, Plötze!
Ein bewachter Schatz. Bewacht von einem Wasserweib. Ach, komm. Was willst du denn, Mädel? Komm her. Hui. So. Zack. Und weiter geht's. Abgeschlossen. Dann. Und vielleicht hier oben mal. Ich weiß, das ist ja das gefährliche Gebiet, aber ich muss es wagen, Freunde. Sind bei 35 Minuten. Wage. Ich wage es gar nicht anzuhalten. Ich mach direkt weiter. Noch ein bewachter Schatz. Schon wieder ein Wasserweib. Nein, diesmal ist es eine Sumpfschrulle. Oh, oh, oh. Oh. Oho. Da bin ich ja ganz ungestüm in den Kampf geschlittert. Komm her. Nope. Komm her. Weg, weg, weg. Schön, dass die Schwalbe wirkt und jetzt rauf. Alter, aber warum ist denn die so gut, sag mal? Scheiße. Warum ist sie denn so gut? Habe ich das falsche Schwert, hör mal? Die ist verdammt gut. Scheiße. Komm her, du eklige Schrulle. Das war jetzt eine knappe Nummer, Freunde. War eine sehr knappe Nummer. So, auch dieser Schatz gehört mir. Jetzt meditieren wir mal kurz ein Stündlein. So. Ich reite ja schon wieder ganz falsch. So, checken wir das mal hier noch ab. Hier oben. Ah, das ist natürlich schade. Es wäre cool, es hätte gepasst, wenn wir jetzt noch das Gewinnturnier abgeschlossen hätten. Ich weiß nicht, was mir fehlen könnte. Was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass ich ja gegen... Wie hieße? Gegen die Barden. Ich hatte ja gegen die Barden gespielt und dann aus Versehen verkackt. Ja, ungewollt. Eine Höhle. Ob ich bei ihr vielleicht hätte die letzte Karte... Ach du Scheiße, was ist denn da hinten schon wieder? Das ist doch ein Konstrukt, Junge. Das sehe ich doch von hier. Oh ja. Nee, es ist gar kein Konstrukt. Scheiße. Oder? Ist es ein Konstrukt? Nee, ein Golem ist, glaube ich... Ah, ich weiß nicht. Ein bisschen scheint es ja zu helfen. Hart geht immer. Zack. Keine Chance. Keine Chance. Busch.
So, das war's auch schon hier. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir sind jetzt bei 40 Minuten. Aber ich habe die Höhle jetzt nicht abgeschlossen, oder? Aber das war doch besagtes Monster, oder nicht? Haust hier noch irgendwas anderes? Wie läuft der Geralt denn? Mehr gibt's hier doch nicht. Das Auge von Nehaleni. Ah. Ich sollte es benutzen. Sehr wohl gibt es hier mehr. Stiefel. Stecke ich mir alles ein? So, wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt ist abgeschlossen. Okay, Freunde. Das heißt, aber ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Ich google es vielleicht einfach mal, ob ich irgendwas verpasst habe, ob ich irgendwas noch finden muss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo ich dann vielleicht das Gewinnturnier bestreite. Aber das finden wir noch raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.